mir fällt schon wieder alles um. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuzugänge vom August geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit den Büchern, die ihr schon eventuell aus meinem Lesemonat oder aus den Rezis kennt, die ich also schon gelesen habe. Und zwar zum einen ist bei mir eingezogen im August Rock Kiss 3, Ich will alles von dir. Ich mag dieses Buch unheimlich gern. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Story. Ich liebe den Schreibstil von Nalini Singh. Und I like it, I love it. Es ist so toll. In diesem Buch geht es um die Geschichte von Kitty Vine und Noah St. Jones, die wir schon aus den vorherigen Bänden kennen. Und man hat sich in den ersten beiden Bänden schon gefragt, okay, was geht zwischen den beiden ab? Was ist da los? Ich möchte es gerne wissen. Und hier erfährt man es. Noah hat mit seinen Dämonen der Vergangenheit sehr, sehr stark zu kämpfen und kann deswegen keine Beziehung führen. Und ja, dann tritt Kit in sein Leben und bringt alles durcheinander. Und ach, es ist so toll, es ist so schön und es ist so gut. Und es hat mir richtig gut gefallen. Dann ist noch bei mir eingezogen im August, was ihr schon kennt, Angel Fall von Susan E. Und dieses Buch ist so unbeschreiblich gut. Es ist so eine tolle Geschichte. Diese Geschichte hat so tolle Charaktere. Es ist eine ganz, ganz tolle Welt, die Susan E. hier erschaffen hat. Und ich finde auch diesen ganzen Ansatz mit diesen Engeln, dass sie die Bösen sind, einfach mal ganz, ganz toll, weil es einfach mal was anderes ist. Und ich mag Penryn als Protagonistin auch unheimlich gern und dieses Buch hat einfach alles, was ein gutes Buch braucht. Tolle Charaktere, eine ganz, ganz tolle Stimmung. Dieses Buch ist sehr, sehr düster auch geschrieben und auch ein bisschen brutaler als Jugendbücher, weswegen ich es vielleicht nicht so ganz im Jugendbuch einordnen würde. Und ja, aber ich finde es ganz, ganz toll. Wie gesagt, die Stimmung ist toll, die Charaktere sind toll. Raffe, wie auch immer er heißt, ist ganz, ganz toll und ja, ich mag es unheimlich gern. In diesem Buch geht es, wie gesagt, um Penryn, die versucht, in dieser postapokalyptischen Welt, nachdem die Engel auf die Erde gefallen sind und die Menschheit vernichtet haben, versucht sie mit ihrer Schwester und ihrer Mutter zu überleben, bis eines Tages ihre Schwester von den Engeln entführt wird und Penryn versucht, sie zu retten. Das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht und es ist ganz, ganz toll und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Lest es, wenn ihr Bock auf eine richtig gute Geschichte mit Postapokalypse und bösen Engeln haben wollt. Dann noch bei mir eingezogen ist Anyone Dies in Paradise von Laura Newman als Hardcover. Ich liebe dieses Buch einfach. Es ist ganz, ganz toll und es ist eine tolle Fortsetzung und ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist, aber mein Gott, so ist es halt. Es ist halt nur eine Dialogie. Und ja, ich liebe das Buch, ich liebe die Charaktere, ich liebe das Setting und die Handlung war ganz, ganz toll. Und das ist wirklich, wie gesagt, eine gelungene Fortsetzung zum ersten Teil. Und ja, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Zum Inhalt her kann ich ja nicht so viel sagen. Es geht immer noch um Naya und ihre Freunde, die versuchen, in dieser postapokalyptischen Zombie-Welt zu überleben. Nur jetzt sind sie nicht mehr wie im ersten Teil in Texas, sondern in Kanada im Winter. Und das verschlechtert natürlich die Situation der vier Leute nochmal. Und ja, aber es ist ganz, ganz toll und ich lege es euch auch ans Herz. Lest die beiden Bücher, sie sind ganz, ganz toll. Kommen wir zu den Büchern, die jetzt im August noch bei mir eingezogen sind. Und zwar einmal Forever in Love, Keine ist wie du von Cora Carmack. Ich habe dieses Buch auch schon gelesen inzwischen am 1. September. Ich habe es auch fertig gelesen. Ich möchte jetzt aber hierzu noch nichts weiter sagen, außer es geht in diesem Buch um Silas Moore. Und Silas ist einer von dem Football-Team, was wir schon aus dem ersten Teil kennen. Und dieser trifft hier in einer Gefängnisnacht auf Dylan. Und Dylan ist ein ganz, ganz liebes Mädchen. Sie wurde bei einer Protestaktion, weil sie sich irgendwo angekettet hat, festgenommen. Und ja, lernt dann im Gefängnis Silas kennen. Er sitzt im Gefängnis, weil er sich mit seinem ehemals besten Freund geprügelt hat und ja, da so ein bisschen eine Kneipe zerlegt hat. Und die beiden lernen sich kennen und Silas merkt sofort, dass Dylan anders ist als andere Mädchen und möchte sie natürlich weiter kennenlernen. Dylan ist gerade in so einer Phase, wo sie nicht weiß, wer sie ist und nicht weiß, was sie will und ja, nimmt Silas dann quasi auch so mehr oder weniger als Versuchsobjekt, damit sie herausfindet, wer sie ist und was sie möchte im Leben. Und ich mochte die Geschichte wirklich sehr, sehr gern. Wir haben hier zwei ganz, ganz tolle Charaktere, die aufeinandertreffen und ja, Cora Carmack schreibt sie ist auch wirklich gut und ich mochte den zweiten Teil hier sogar noch ein bisschen mehr als den ersten, mehr dazu dann aber in meiner Rezi. Dann ist noch bei mir eingezogen der fünfte Teil der Elemental Assistant-Reihe Spinnenbeute. Ich musste ihn jetzt endlich mal kaufen, bevor ich die alte Auflage auch nicht mehr kriege. Ab Band 6 gibt es ja dann nur noch die neue Auflage mit dem weißen Cover, was ich ziemlich scheiße finde. Aber egal, ich habe den fünften jetzt noch in der alten Auflage. In diesem Buch geht es wieder um Jin. Sie ist ja immer noch eine Auftragsmörderin und sie möchte immer noch ihre Familie rächen, die ja gestorben ist, als sie 13 Jahre alt war. Und ja, zum Inhalt kann ich mehr nicht sagen, weil sonst spoiler ich euch. Und wenn ich jetzt hinten drauf gucke, ja,
Nein, ich verrate euch zu viel, wenn ich jetzt hier das vorlese, was da hinten drauf steht. Deswegen, es ist Band 5 dieser Reihe und deswegen kann ich zum Inhalt nicht viel sagen, aber ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und ich versuche den jetzt auch im September gleich noch mitzulesen. Dann ist bei mir ein Buch eingezogen, was ich eigentlich nicht kaufen wollte. Ich wollte dieses Buch nicht kaufen, weil ich es eigentlich gar nicht lesen wollte, aber da ganz, ganz viele gesagt haben, dass es ein so tolles Buch ist und ich die Serie zu diesem Buch einfach unheimlich liebe, habe ich mir Outlander Feuer am Stein von Diana Gabaldon gekauft und dieses Buch gab es reduziert für 2,99 €. Also da musste ich es kaufen und es ist nichts an diesem Buch dran, die Hände sind nur so diese Stanzdinger wieder drin, aber das ist absolut nicht schlimm, weil es hier wirklich eigentlich so gut wie nur auf den letzten zwei Seiten ist. Und ganz ehrlich, für 3 €, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Es ist die neue Auflage, es ist die schöne Auflage und ich musste es einfach mitnehmen. Ich glaube, zum Inhalt brauche ich auch nicht viel sagen. Es geht in diesem Buch um Claire, wie heißt sie noch gleich mit dem Nachnamen, Randall. Und Claire verbringt in Schottland mit ihrem Ehemann sozusagen zweite Flitterwochen, um sich nach dem Krieg wieder besser kennenzulernen. Wir befinden uns hier 1946, spielt es. Und eines Nachts beobachtet Claire und ihr Mann, wie ein paar Druiden um so einen Steinkreis tanzen. Und das ist ganz, ganz mystisch und magisch. Und ja, Claire findet das auch sehr, sehr faszinierend und kehrt am nächsten Tag zu diesem Steinkreis zurück, um dort ein paar Pflanzen zu sammeln. Denn sie interessiert sich sehr für Kräuterheilkunde und so. Und ja, merkt dann, dass da irgendwas komisch ist und berührt diesen einen Stein und reist dann durch die Zeit zurück ins Jahr 1743. Claire versteht das am Anfang natürlich erstmal gar nicht, was jetzt hier eigentlich gerade passiert ist. So muss ich dann in dieser neuen Welt zurechtfinden. Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Und es ist so dick und es ist so fett. Und oh mein Gott, es hat glaube ich 1200 Seiten. Na, 1134. Wie weit geht die Geschichte? 1129 Seiten hat dieses Buch. Ich weiß nicht, wann ich es mal lesen werde, aber ich werde es irgendwann mal lesen. Ich liebe die Serie da dazu. Die kommt ja jetzt auch ab September wieder auf Fox mit den neuen Folgen und ich habe sie schon gesehen und sie ist so gut und sie ist so toll und ich liebe Claire, ich liebe Jamie und ich mag die ganze Handlung einfach unheimlich gern. Schaut euch die Serie auf jeden Fall an. Sie ist ganz, ganz toll und ich bin gespannt, wie das Buch ist. Dann noch bei mir eingezogen im August das Buch, was ich auch aktuell gerade lese. Und zwar Das Juwel, die weiße Rose von Amy Ewing. Wie ihr seht, wir sind hier so knapp vor der Hälfte. Dieses Buch ist auch nicht sehr, sehr dick. In diesem Buch geht es immer noch um Violet. Und Violet ist ja am Ende vom ersten Teil aus dem Palast geflohen. Und jetzt ist sie auf der Flucht und versucht erstmal sich in Sicherheit zu bringen mit ihren Freunden. Und dann wird ihr noch gesagt, dass sie einen sehr, sehr großen Teil dazu beitragen kann, das Leben aller zu ändern und zu retten. Und ja, das ist so das Grobe, worum es im zweiten Teil geht. Mehr kann ich euch ehrlich gesagt gerade gar nicht noch sagen. Und hier steht nur, sie wird die Zukunft der einzigen Stadt verändern. Und ja, ich kann zum Inhalt, wie gesagt, nicht mehr sagen. Es ist bis jetzt auch hier in diesem Buch noch nicht ultra viel passiert. Sie sind immer noch auf der Flucht. Und ich mag Violet als Protagonistin eigentlich bisher auch wieder sehr, sehr gern. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht jetzt. Damit wären wir bei meinem letzten Neuzugang vom August und zwar ist das Noelle und Noelle, dieser Doppelband, die Geburt und das Erwachen von Nikki Kiso. Zu Noelle und Noelle hatte ich ja schon ein paar Mal was gesagt. Es ist eine High-Fantasy-Geschichte, in der es um den jungen Hexenlehrling Noelle geht, der in einem kleinen Hexendorf lebt und der kurz vor seiner großen Abschlussprüfung steht, die er vermutlich nicht bestehen wird, denn er kann mit seiner Magie einfach nicht umgehen und alles geht schief, wenn er in der Nähe ist. Und für ihn ist es aber einerseits auch ein Befreiungsschlag, wenn er dann diese Magieprüfung nicht besteht, denn dann steht seiner Freiheit nichts mehr im Weg und er kann das Dorf verlassen und er kann gehen und sein eigenes Leben führen. Ja, das wäre alles natürlich zu schön, um mal zu sein, denn plötzlich tauchen Drachen auf und während der Zeremonie geht dann auch noch etwas schief. Und als dann noch ein Familienmitglied auf einmal von Noelle vor der Tür steht, ist das Chaos perfekt. Und im zweiten Teil lernen wir dann Noelle und auch Noelle, was ja das Familienmitglied von dem männlichen Noelle ist. Also man kann ja sagen, Noelle ist der Junge und Noelle ist das Mädchen. Und man lernt die beiden in dem zweiten Teil dann besser kennen. Man wird in die Welt der Drachen eingeführt und ja, ich mochte den zweiten Teil auch wirklich sehr, sehr gern. Hat mir sogar noch ein bisschen besser gefallen als der erste. Und ich muss sagen, dass der Schreibstil von Nikki immer noch was ganz, ganz Eigenes ist in diesem Buch. Und man muss ihn auf jeden Fall mögen. Also ich glaube nicht, dass er für jeden was ist, weil er wirklich sehr, sehr jugendlich ist und sehr, sehr umgangssprachlich. Aber ich mag ihn ganz gern und ja, mag Noelle und Noelle und bin gespannt, wie es weitergeht. Das waren meine Neuzugänge vom August. Ich habe mich halbwegs zusammengerissen. Es waren 3, 6, 7, 8 Bücher insgesamt. Also es ist ja nicht so viel.
Und E-Books sind gar keine eingezogen im August bei mir. Und ich versuche jetzt auch im September erstmal keine E-Books zu kaufen, weil da wird mein E-Book-Stapel wird nämlich auch immer höher sonst. Und ich muss die auch echt mal wieder lesen, ein paar E-Books. Das ist sonst ganz, ganz furchtbar. Naja, lassen wir das. Das waren meine Neuzugänge vom August. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.